Yo Leute, was geht? Es geht los mit dem Kommentar des Tages von Chaoskatze45. Sie hat geschrieben, in dem Moment, wo Roman seinen Tee getrunken hat, habe ich meinen auch getrunken. Zufall? Ich denke eher nicht. Sie meint wahrscheinlich die eine Folge, wo ich auf dem Boot gespielt habe und wo ich Tee getrunken habe. Dadurch ist sie Kommentar des Tages geworden. Falls ihr also auch Kommentar des Tages werden wollt, abonniert den Channel, schreibt gerne Kommentare und gebt einen Daumen nach oben auf dieses Video. Meine werten Damen und Herren, das hier ist der Schleimsimulator. Wir müssen hier oben stets dran, besiege den Schleim und sammle 15 Seelen. So. Wir müssen hier, wie in einem Simulator sozusagen, gegen diesen Schleim hier kämpfen. Haben natürlich nicht unendlich Leben, aber wir haben auf jeden Fall die Chance, gegen diese Schleime hier anzukommen. Und dementsprechend versuchen wir hier unser Bestes, hier alle Schleime irgendwie zu besiegen und irgendwie der Beste zu werden. Dein Rucksack ist voll. Ah, okay. Das heißt also, hier wurde gesagt, gut gemacht, du hast tatsächlich alle Seelen für Münzen verkauft. Münzen bzw. Seelen zu verkaufen, gibt dir extra Coins. Geh zum Laden und kauf dir eine neue Waffe. Okay, dann kaufen wir uns mal hier eine neue Waffe für 15. Okay. Sammle 15 Seelen für einen größeren Rucksack. Unser Rucksack hängt da so komisch herunter. So, mit dem neuen Schwert können wir jetzt tatsächlich mehr machen. Es sieht so aus, als ob dieses Schwert wie aus Keks gemacht ist. Könnte einfach so ein Knoblauch-Butterschwert oder sowas sein, ich weiß es nicht. Aber damit schaffen wir jetzt tatsächlich die Seelen bzw. die Slimes mit einem Schlag. Das heißt, wir hauen einmal drauf und können gleich wieder verkaufen gehen. Cool, das heißt also, es funktioniert sogar relativ gut. Und wir können dann hier auch schon einen neuen Rucksack kaufen. Und zwar den Flower Bag. Okay, sieht so aus, als ob wir da drin Erde haben oder sowas. Sammel 500 Münzen, um ein Ei zu holen. Okay, das heißt also, wir gehen hier mal kurz hin, verprügeln hier mal ein paar Slimes. Das Gute ist, die Slimes, die spawnen eigentlich fast immer wieder. Das heißt also, wir können einfach hingehen und einfach im Kreis diese Dinger hier kaputt hauen. Und dadurch sammeln wir Münzen. Ich glaube, ich muss nur einmal auf 500, auf 50 Slimes hoch. Und dann kann ich mir, glaube ich, schon... Achso, warte mal, nee, ich bin dumm. Ich kann mir ja schon die ganze Zeit hier dieses Ding hier holen. Oh, lol, ich habe doch schon Münzen gehabt. Okay, lass mir mal bitte ein kleines Haus... Oh, wir haben ein Seltenes bekommen. Die Katze. Oh mein Gott, nice. Das heißt also, wir können hier die Katze auswählen und Equip drücken. Nice, cool. Das heißt also, wir haben jetzt dieses Pet equipped. Und jetzt können wir tatsächlich das Portal nehmen zur nächsten Welt. Abgefahren, Alter. Okay, jetzt gehen wir Welt 1. Die magische Pilzwelt. Oh mein Gott. Die magische Pilzwelt sieht nach einer Menge Spaß aus. So, was haben wir denn hier? Alter, das sieht schon richtig cool aus, muss ich sagen. Dann haben wir hier ein Portal nochmal. Das Portal ist also immer dieser komische Luftballon. Und hier sind die Slimes jetzt auch ein bisschen stärker. Aha, okay. Hier müssen wir uns schon ein bisschen mehr mit dem Slime hier ein bisschen prügeln. Das heißt also, unsere Katze hilft uns auch, glaube ich, ein bisschen dabei, mehr Schaden zu machen. Und wir können direkt wieder verkaufen gehen. Und dafür haben wir schon 310 Münzen wieder bekommen. Also gehen wir mal wieder in den Store und schauen mal. Wir brauchen 400 Münzen für das nächste Schwert. Das heißt also, wir müssen uns konzentrieren. Und da hinten, ne? Oh, warte mal. Ich habe das Gefühl, warte mal, ich verprügel mal erstmal hier diesen Slime hier. Bam! Und bam! Und bam! So. Und unsere Katze bekommt übrigens auch immer XP. Und wir können hier die Münzen aufsammeln. Und wow, die Münzen geben wirklich viel. Wir können auch mal versuchen, einen Big Slime gleich zu besiegen. Big Slime! Okay, lass mal versuchen, so einen Big Slime zu besiegen. Vielleicht schaffen wir das. Okay, vielleicht ist dann mein Rucksack voll. Ja, doch, ich krieg den hin. Der Slime macht mir wenig Schaden und ich mache ihm relativ viel Schaden. Ne? Das heißt also, wir kriegen den, glaube ich, sogar runtergeschlagen. Boom! Oh, und direkt ist der Rucksack voll. Das heißt also, direkt verkaufen gehen. So, jetzt soll er aber neuen Rucksack. Nee, neues Schwert brauchen wir. Und das nächste Schwert gibt es ab 1000. Okay, hier können wir uns den Hunting Bag noch nicht holen. Oh nein, was ist denn hier passiert? Was habe ich denn da? Mein Arm, was ist mit meinem Arm los? Hä? Mein Arm, oh Gott, wir achten da mal nicht drauf. Wir schauen mal, wie viel Schaden das macht. Okay. Das heißt, diese Slimes haben wir jetzt mit 3 Schlägen kaputt. Das ist schon nicht schlecht. Dafür bekommen wir, warte mal, wenn wir einen so einen Schleim besiegen, bekommen wir schon 50. Das heißt also, wir können direkt wieder verkaufen gehen. Ja, Mama Mia, das sieht ja interessant aus. Oh, das hier ist übrigens der Index an allen Haustieren, die man überhaupt gewinnen kann. Und wir haben das seltenste, eins der seltensten von den normalen. Das heißt also, da sind wir eigentlich ganz gut aufgehoben. Ne? So, wir können, glaube ich, mit dem, was wir jetzt haben, schon wieder verkaufen gehen. Und dann können wir das benutzen, um uns nochmal einen besseren... Ah, nee, können wir noch nicht. Aber wir können uns hier mal ein Party-Egg holen für 100 Robux. Da finden wir bestimmt ein cooles Haustier drin.
Und wir finden ein Rare. Was haben wir? Den Party Dog. Okay. Und dann können wir uns vielleicht auch noch ein Dreamy Egg holen. Ha? Da können wir auch nochmal gucken, ob wir da vielleicht einen bekommen. Okay, auch einen Rare. Den Dreamy Bear. Okay, nice. Pets plus Pets. Und dann haben wir hier einmal den Party Dog und den Dreamy Bear. Und der gibt uns mal 30 Münzen. Oh oh. Na, das sieht mal... Das könnte hart werden, okay? Yo, schaut euch mal diese Haustiere an. Die sehen schick aus, die leuchtenden. Oh oh. Okay, jetzt möchte ich mal sehen. Oh, da oben ist eine kleine Kistenmünze. Woo! Warte mal, wir können sogar schon so kleine Dings springen, so kleine Saltos. Und hier ist eine kleine Kistenmünze und wir haben sie! Alter! Das waren gerade 42.000 Münzen. 42.000? Warte mal, wir gehen mal in den Shop und gehen mal verkaufen. Nee, tatsächlich. Wahnsinn! Was? Wir haben 42.000 Münzen bekommen. Oh mein Gott, das heißt, dass wir können uns schon mal bessere Schwerter holen. Na gut. Dann holen wir uns mal hier den Baseballschläger oder den Dolch. So, dann haben wir den Dolch. Und die Backpacks können wir uns auch nochmal upgraden, ne? So, den hier können wir auch noch upgraden. Und dann haben wir hier ein Fass hinten drauf. Mit einem Dolch. Okay. Aber ich muss sagen, ich finde den Dolch gar nicht mal so stark. Ich glaube, ich finde sogar die Axt besser. Schaut euch die mal an. Den Dolch können wir uns ja gleich nehmen, wenn wir ihn wirklich brauchen werden. Ich glaube nämlich, dass wir jetzt inzwischen... Ah, da will jemand mit uns handeln. Ich glaube, weil der unsere Haustiere gesehen hat, dass die so krass sind. So, okay. Also, mit dem, mit dieser Axt hier können wir schon ganz gut zuschlagen. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wir hier... Warte mal, können wir hier Settings gehen und dann einfach mal, Oh, der will uns jetzt die ganze Zeit mit uns handeln oder sowas. Kann man das nicht ausstellen? Go to sell. Okay. Jetzt haben wir wieder 11.000 bekommen. Ich glaube, ich werde doch erstmal wieder die beste ausrüsten, ja, die wir da haben. Dieses Ding hier. Und dann gehen wir erstmal hier zu Backpacks und holen uns nochmal ein paar bessere Backpacks. So. Und, jetzt können wir mal gucken, ob wir mit dem Dolch und mit dem besseren Backpack, den wir jetzt haben, ob wir mal so einen roten Schleim besiegen können. Das wäre die Frage aller Fragen. Oh, yo, warte mal, lass mal hier nochmal kurz versuchen. Zack, okay, das heißt also, die Huge Slimes kriegen wir tatsächlich mit 3 Schlägen kaputt und die füllen unsere Taschen aber richtig gut. Okay, World 1, 2, Snail Forest, kann man da durchlaufen? Ah, Snail Forest kostet 80.000 Münzen. Okay, dann müssen wir natürlich erstmal herausfinden, ne? Wie viel bekommen wir hier? Hier bekommen wir 11.000 Münzen, wenn wir das machen. Prinzipiell ist es eigentlich sogar relativ einfach, wenn wir nochmal so eine Super Chest bekommen können. Oder wenn wir hier einfach noch ein bisschen mehr Geld sammeln können. Weil die Big Slimes, die schaffen wir inzwischen sogar schon mit einem Schlag. Das heißt also, das ist gar kein Problem. Einmal fast draufhauen und dann einen kritischen Schlag und dann haben wir die mit einem Schlag. Die hier normalerweise ein bisschen weniger. Aber ja, ich verstehe, wenn wir da manchmal so drauf springen, dann kriegen wir da richtig schnell richtig viele Attacken. Crazy. Wir gucken mal, was haben wir hier noch für Weapons? Wir haben hier nochmal, das Bronzeschwert für 31.000. Okay, das möchte ich mir jetzt mal ansehen. Ich glaube, damit sind wir definitiv ein bisschen härter gewappnet. Das heißt also, wir drücken mal hier drauf. Oh mein Gott. Okay. Ich frage mich, wie viele Haustiere wir eigentlich tragen können. Es gibt hier bestimmt so einen Shop wo man das nachsehen kann. Wir haben hier die Party Eggs. Es gibt auch Boosts. Es gibt doppelten Coin Boost für eine Stunde. Eieiei, den hole ich mir auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, eine coole Sache. Und dann können wir definitiv hier nochmal ein bisschen mehr Geld machen, weil mit doppelt so viel Geld, das wird uns schon viel bringen, wenn wir auch unsere Haustiere und sowas haben. Alles doppelt. Das heißt also, aha, jetzt bekommen wir schon 25.000 pro Backpack. Das heißt also, wir können hier schon mal gleich ein Backpack mehr holen. Das heißt, warte mal, wir gucken mal. Okay, mit unserem Bronzeschwert brauchen wir auch 3 Schläge, die nicht kritisch sind. Das heißt also, wir brauchen da einfach nur ein paar Schläge und dann haben wir den eigentlich schon. Ja, das macht Spaß. Das ist cool. Mit dem neuen Schwert geht es viel schneller. Und wir sind bei 45.000. Uiuiuiui. Okay, dann würde ich mal sagen, sammeln wir nochmal ein bisschen was ein. Und dann holen wir uns den magischen Schneckenball. Schaut euch das mal an. 256. Jetzt mache ich den hier noch fertig. Dann bin ich bei 350. Verkaufen. Oh yeah. So, jetzt können wir, glaube ich, hier ins Portal reinlaufen. Und wir können hier den Snail Forest freischalten für 80.000. Woo! Möchtest du da hingehen? Ja. Okay, jetzt reisen wir weiter.
das hier ist der Schneckenwald. Okay, und hier brauchen wir jetzt schon Diamanten oder Münzen, um hier neue Haustiere freizuschalten. Okay, was gibt's hier? Hier gibt's Schnecken. Oh, und diese Schnecken sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen stärker. Alles klar. Und die spawnen auf jeden Fall noch mehr von diesen verschiedenen Sachen. Da hinten, ne, sind sogar noch mal krassere Haustiere. What the fish? Okay, warte mal. Ich versuche mal mit dieser Huge Snake hier mal ein bisschen zu kämpfen, ne? So. Und ich hab sie. Okay. Go, Sir. Alles klärchen. Das heißt also, jetzt kann ich buy all the backpacks. Oh nein! Wir müssen erst alle Backpacks aus der letzten Karte kaufen, ne? Damit wir hier überhaupt neue Backpacks kaufen können. Das heißt also, es ist extrem wichtig sogar, die wichtigsten Backpacks und die wichtigsten Sachen freizukaufen. Oh, dann müssen wir hier Fäuste kaufen, ne? Was? Was soll das denn bringen? Warte mal, dann haben wir hier nochmal für 16.000. Für 31.000 müssen wir uns jetzt gleich holen. Hä? Wir werden jetzt einfach erstmal mit Fäusten kämpfen und dafür haben wir 40.000 bezahlt? Das ergibt gar keinen Sinn. Okay, warte mal. Wir machen mal weiter. Also mal gucken, ob wir so eine, Dings, so eine Schnecke auch so verprügeln können. Bam! Bam! Boom! Okay, die Schnecken bekommen hier definitiv das Fett weg, was sie auf jeden Fall haben wollten, ne? So. Ich muss jetzt erstmal hier nochmal ein bisschen Geld verdienen. Und wieder verkaufen. So, jetzt können wir gleich nochmal hier das hier machen, ne? Damit wir gleich nochmal die letzten Rucksäcke kaufen können. Ich glaube, wir müssen dafür noch ein paar Mal diese Schnecke hier verprügeln. Aber die spawnen zum Glück immer sofort. Und wir sind jetzt bei 106.000. Ich glaube, das reicht, um bei der ersten Karte alles freizuschalten, ne? Also einmal wahrscheinlich irgendwas für 16.000 wird da jetzt drin stehen. Und, warte mal, dann müssen wir hier zum Store. Dann erstmal hier für 31.000, das ist so ein Gitarrenkoffer. Und für 40.000 ein Medium-Bag. Okay, dann haben wir die Sachen fertig. Und jetzt können wir nochmal schön zum magischen Wald. Jetzt können wir uns nämlich auch die ganzen Sachen angucken, die neu sind. Was haben wir jetzt im Store? Also, Weapons. Jetzt haben wir neue Waffen drin. Iron Dagger. Okay, das sieht nach krassen neuen Sachen aus. Wir können auch nochmal gucken, ob wir hier vielleicht nochmal einen Boost holen können. Was gibt es denn für Boosts? Es gibt Double, es gibt mehr Inventory, 5 Pet Equip Slots. Okay, das ist sehr teuer. Die Boosts haben wir uns eigentlich schon fast alles geholt. Wir können uns eigentlich auch Gem, Coin Boost haben wir uns geholt, Luck Boost. Das brauchen wir nicht. Okay, gut. Das brauchen wir, glaube ich, alles nicht. Aber ich glaube, wir können mal versuchen, gegen eine stärkere Schnecke anzukommen. Lass uns mal versuchen, eine stärkere Schnecke zu besiegen. Und, was man hier übrigens auch machen kann, man kann in jede einzelne Welt ebenfalls nach oben springen. Da kann man also auch irgendwas machen, ne? Das heißt, wir haben hier überall unsere Haustiere. Die können alle leveln immer, wenn wir das machen. Und wir können hier sogar nach oben springen. Und da oben ist die Small Gem Chest, okay? Das ist die Kiste, die uns so viel Geld gegeben hat beim ersten Mal. Na, da müssen wir aber auf jeden Fall erstmal hochkommen. Das heißt, ich versuche jetzt erstmal hier den Parcours zu bewältigen. Von Wolke zu Wolke, von Wolke zu Wolke. Und alle hopp und alle zack. Und Small Gem Chest. Nice. Damit haben wir 13.000 von diesen Gems bekommen, was eine gute Anzahl ist. Und ich glaube, davon können wir uns sogar ein neues Haustier holen. Mal schauen. Was haben wir da? 10.000. Perfekt. Dann lass uns mal so eins holen. Und open. Und epic. Okay. Nice. Einen goldenen Hasen haben wir bekommen. Und das andere können wir leider nicht öffnen. Aber wir können nochmal hier richtig schön nachsehen. Was haben wir hier für Pets? Wir haben den Golden Rabbit. Der bringt mal 33. Wahnsinn. Equip. Das heißt also, wir haben jetzt 4 Stück schon equipped. Das heißt, eigentlich brauchen wir noch einen. Deswegen machen wir hier mal einen auf mit Z. Und dann schauen wir mal rein, was wir da haben. Oh nein. Es ist nur ein Cockatoo. Es ist ein ungewöhnlicher, aber kein seltener. Das heißt also, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, das heißt, jetzt haben wir noch mehr Haustiere ausgerüstet. Wir haben jetzt hier die Schnecken, gegen die können wir kämpfen. Okay, und wir kämpfen mit unseren Fäusten immer noch. Alles klar. Aber wir dürften jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr, mehr Geld bekommen. Das ist schon mal eine gute Sache. Und wir können direkt wieder verkaufen gehen. So, 145.000 für einmal voll verkaufen. Das ist nicht schlecht. So, ich würde mal sagen, wir kaufen uns erstmal eine bessere Tasche. Das ist safe, klar. Und wir brauchen auf jeden Fall diesen Dagger vielleicht gleich nochmal, damit wir da auch ein bisschen stärker kämpfen können, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir müssen auf jeden Fall, also unsere Tasche kann jetzt 1.000 halten von diesen Schnecken. Wir bekommen für eine kleine Schnecke 200 und für eine große Schnecke, wie viel bekommen wir da? Da bekommen wir 552. Okay, das ist schon viel und wir können hier überall auch immer Diamanten sammeln. Oh, und das bringt richtig viel. Die bringen ja richtig, richtig viel. Die bringen ja schon 40.000 pro einmal aufheben.
Oh, wow. Das heißt also, es lohnt sich wirklich, das zu sammeln. Abgefahren. Okay, warte mal, da ist nochmal eine große Schnecke. Ich frage mich aber, wie viel es hier kostet, weiterzukommen in die nächste Welt. Das müssen wir auch nochmal abchecken. Go sell. So, jetzt gehen wir mal verkaufen. 300.000. Ich denke, wahrscheinlich werden wir 1 Million. 1,5 Millionen werden wir brauchen. Okay, das heißt, ich glaube, ich habe eine Idee. Wir holen uns einfach die besten Rucksäcke. So, okay. Also zumindest einen besseren Rucksack. Und wir holen uns nochmal einen besseren Angriffswaffe. Das heißt also das hier. Und dann nochmal den hier. Okay, das heißt, wir haben jetzt sogar ein richtiges Schwert. Wir haben ein Eisenschwert. Woo! Okay, nice. Ich würde es cooler finden, wenn man vielleicht auch noch schneller laufen kann. Das würde mir auch nochmal gefallen. Aber jetzt kriegen wir die Schnecken viel schneller kaputt. Und wir bekommen mehr von diesen Sachen hier. Das heißt also, die Schnecken geben uns mehr Geld, weil wir auch alle Boosts aktiviert haben. Das lohnt sich richtig, weil dadurch können wir eigentlich auch gleich die nächste Welt freischalten. Leute, ich verprüge hier noch ein paar Schnecken und wir sehen uns gleich wieder. Okay, also es sieht jetzt so aus. Ich habe 1,2 Millionen gespart und ich werde immer stärker, desto mehr ich meine Haustiere upgrade. Und das funktioniert wunderbar. Und tatsächlich habe ich sogar jetzt gleich die 1,5 Millionen jetzt gleich aufgepumpt. Das heißt also, wir brauchen nicht mehr viel. Vielleicht noch ein, zweimal diese Schnecke hier kloppen. Das heißt, wir gehen jetzt verkaufen. Und da haben wir es. 1,5 Millionen. Und wir gehen ins Portal und kaufen uns die Mushroom Valley. So, schauen wir uns das Ganze nochmal kurz an. Gehen wir da kurz hin und schauen uns die Welt mal genauer an. Weil da kämpft man dann hier in dieser Wüste gegen bunte, crazy Pilze. Und das sind sogar Magierpilze. Das heißt also, hier bekommt man sogar noch mehr. Und wenn man hier mal Geld einsammelt, merkt man, eieiei, man bekommt hier 60.000 einfach nur so fürs Einsammeln, okay? Und alleine diese Monster hier, die sammeln schon mega viel. Das heißt, man kann hier richtig viel mehr sammeln und es läuft noch besser. Okay, das heißt also, wir holen uns jetzt nochmal ganz kurz einfach noch. So, einmal ganz kurz die Kiste dort oben noch, bevor die nämlich weg ist. Zack. Und dann haben wir dann auch dieses Level schon mal ein wenig geschafft. Large Coin Chest. Was ist drin? 739.000, Leute. 739.000 ist da drin. Und wir können tatsächlich hier nochmal kurz zum Shop gehen, zum Sell. Dann gehen wir hier nochmal zum Portal und gehen nochmal vorhin, weil ich habe nämlich noch nicht alle Sachen freigeschaltet. Denn da warten noch eine Menge Waffen auf uns hier im Store, die wir freischalten können. Und dazu gehört dieser Knüppel hier, dann dieses Schwert hier und zu guter Letzt eigentlich die Steel Axe. Die können wir uns aber nicht leisten. Es ist, wie es ist. Leute, ich habe jetzt 3 Level geschafft. Das reicht mir jetzt erstmal fürs Erste. Es gibt aber viel, viel mehr Levels. Das heißt also, beziehungsweise, nein, es gibt den Goblin Swarm, aber dieses Level ist noch nicht freigeschaltet. So, deswegen haben wir jetzt erstmal nur bis zu diesem Pilzlevel hier gespielt. Hier kann man auch nochmal Monster töten, gegen Monster spielen. Aber bei dem nächsten Level steht dran, dass dieses Level erst in einem Tag, in 7 Stunden, erst freigeschaltet wird. Das heißt also, falls ihr dieses Video ein bisschen später seht, ist dieses Level wahrscheinlich schon offen. Und dann könnt ihr mir gerne erzählen, wie dieses Level so aussieht. Gut, Leute, wir sehen uns ja in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Und ciao!